Hallo liebe Freunde der Neugier, heute bin ich mal nicht in bekannter Umgebung, sondern bei Techie zu Gast. Hallo. Und wir werden heute mal ein bisschen molekular kochen. Und zwar wollen wir ein ganzes Menü zusammenstellen. Vor- und Aperitivspeise. Aperitiv und Vorspeise findet ihr bei Techie auf dem Kanal. Und wir kochen hier jetzt die Hauptspeise und den Nachgang. Also, los geht's. Alles klar. Als Hauptspeise kochen wir Spaghetti mit Basilikumsphären auf Knoblauch-Air. Wir kochen heute übrigens frei Schnauze, weswegen es keine genauen Mengenangaben gibt. Als erstes kochen wir unsere Spaghetti. Also Wasser in den Topf, kochen lassen, Salz rein und Spaghetti rein. Für die Basilikumsphären brauchen wir natürlich Basilikum. Dieser wird klein geschnitten und dann mit ein bisschen Wasser klein gemixt. Das machen wir mit einem Zauberstab. Mit einem Küchenzauberstab. Dann gießen wir alles durch ein Sieb, damit wir einen grünen Saft haben. Sieht ein bisschen aus wie ein Zaubertrank. Jetzt kommt die erste Chemikalie ins Spiel, Natriumalginat. Diese Substanz wird aus Braunalgen gewonnen und hilft auch gegen Sodbrennen. Das Zeug bekommt man einfach im Netz. Die Links zu den ganzen Substanzen, die ihr zum Nachkochen braucht, habe ich euch mal in die Videobeschreibung gepackt. Weil sich das Natriumalginat im Wasser nur schwer löst, wird es mit dem Zauberstab wieder ordentlich durchgemixt. Jetzt haben wir einen schönen grünen Schleim. Nun brauchen wir ein Glas, füllen es mit Wasser und fügen ein ganz besonderes Salz hinzu, Calciumchlorid. Dieses reagiert dann später mit dem Natriumalginat zu einer Hülle. So, jetzt wird's spannend. Mit einer Spritze nehmen wir die Basilikumsoße auf und tropfen sie langsam in unsere Calciumchloridlösung. Wenn ihr genug von den kleinen Tropfen habt, schöpft ihr sie ab und gebt sie in ein Wasserbad, weil sie sonst recht salzig schmecken. So sehen die Teile dann aus. Und weil uns die kleinen Drops zu klein waren, habe ich dann noch versucht, mit einem Löffel größere Sphären hinzubekommen. Das war gar nicht so einfach. Und irgendwie hatte ich beim Kochen die ganze Zeit das Gefühl, als würden wir Drogen herstellen. Die größeren Sphären kommen dann auch ins Wasserbad. Und am Ende sieht das dann so aus. Die Sphären haben eine weingummiartige Konsistenz, wie Bubble Tea, wenn ihr den noch kennt. Kommen wir nun zur Knoblauch-Air, was eigentlich einfach Knoblauchschaum ist. Dazu schneiden wir eine Handvoll Knoblauchzehen klein und geben sie in heißes Wasser. Diesen Knoblauchtee lassen wir nun eine halbe Stunde lang ziehen. Wenn das getan ist, ziehen wir die festen Stücke raus. Auf diese Weise erhalten wir Knoblauchwasser. Da kommt jetzt Sojalecithin rein. Das ist ein pflanzlicher Stoff, der zum Beispiel auch bei der Herstellung von Brot, Schokolade oder Margarine genutzt wird. Und jetzt alles wieder gut mixen. Dabei entsteht dann unser gewünschter Knoblauch-Air-Schaum. Jetzt noch alles auf die Nudeln geben. Erst den Schaum und schließlich auch die Basilikumsphären. Fertig ist das Hauptgericht. Für den Nachtisch zaubern wir einen Milchblob mit Kaffeekaviar. Wir geben Milch, das pflanzliche Bindemittel Agar-Agar und Honig in einen Topf. Dann kochen wir alles auf. Passt aber auf, dass die Milch nicht anbrennt oder überkocht. Schließlich kommt alles in eine Schüssel und diese in den Kühlschrank. Dort kühlt die Milch ab und wird fest. Für den Kaffeekaviar kocht ihr einfach etwas Kaffee. Man kann entweder Filterkaffee nehmen oder löslichen Kaffee. Wenn ihr keinen Kaffee mögt, kann man auch Kakao nehmen, wobei es durch das Calcium in der Milch mit Kakao etwas schwieriger ist, den Kaviar herzustellen. Zu dem Kaffee gibt ihr wieder Natriumalginat. Aber natürlich haben wir Experten es natürlich mal wieder total übertrieben und zu viel reingekippt. Aber egal. Dafür können wir aber jetzt sehen, wie gelartig es die Flüssigkeiten werden lässt, mit denen man es mischt. Das funktioniert auch mit normalem Wasser. Man kann prima damit rumspielen, aber ich will jetzt nicht sagen, an was das mich erinnert. Weil wir so viel von dem Natriumalginat im Kaffee hatten, mussten wir jetzt erstmal alles aussieben. Die Milch hatten wir mittlerweile aus dem Kühlschrank geholt und die Schüssel über einem Teller umgestülpt. Und auch hier haben wir wieder eine Calciumchloridlösung in dem Glas. Da der Kaffee dennoch etwas dünnflüssig war, haben wir ihn in die Calciumchloridlösung tropfen lassen. Auf diese Weise haben sich diese kleinen Kaviarperlen gebildet. Schließlich die kleinen Kaffeekügelchen abschöpfen und in ein Wasserbad geben, damit sie nicht so salzig schmecken. Und dann nochmal aussieben. Dann sind sie bereit, auf unseren Milchblob zu kommen. Und so sieht der Nachtisch aus, wenn er fertig ist. Ein Milchblob mit Kaffeekaviar. Hat euch das Video auch so gefallen wie mir? Dann würde ich jetzt am besten einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr kein Video mehr vom Schlaumacher verpassen wollt, dann abonniert seinen Kanal. Ja, und wenn ihr das Video vom Techie sehen wollt, klickt ihr einfach wie gewohnt oben auf die Infobubble. Da habe ich euch das Video nochmal verlinkt. Geiler Scheiß! Geiler Scheiß! Und auf jeden Fall freue ich mich schon auf das nächste Mal. Tschüss, euer Schlaumacher. Und jetzt schau so, als würde es dir voll schmecken.